willkommen zu Extra 3 Extra. Hamburg, der Krieg auf Deutschlands Straßen zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern eskaliert weiter. Wir schalten deswegen jetzt direkt zu unserem Reporter Klaus Bräune ins Krisengebiet in die Hamburger Innenstadt. Klaus. Ja, Janine, die Situation hier ist komplett außer Kontrolle geraten. Mit Zivilisation hat das hier nichts mehr zu tun. Unfassbar, zu was Menschen imstande sind. Aus dem Weg, du Penner! So, jetzt reicht's. Danke, Klaus Bräune. Der Verband der Autofahrer droht mittlerweile offen mit einer Annexion des Fahrradstreifens. Scharen von Radfahrern versuchen jetzt über die sogenannte Bikerroute in autosichere Drittstaaten zu flüchten. Der UN-Sicherheitsrat hat als Reaktion ein Ersatzteilembargo gegen deutsche Autofahrer beschlossen. Wir fordern einen kompletten Lieferstopp für Winterreifen und Duftbäume. Darauf reagierte die deutsche Autolobby mit folgendem Statement. Wir haben überhaupt nichts gegen Fahrradfahrer, solange sie nicht Fahrrad fahren. Stuttgart. Die Autostadt testet zurzeit ein neues Verkehrssicherheitskonzept. Demnach dürfen Autofahrer nur noch zwischen 6 und 23 Uhr fahren. Fahrradfahrer zwischen 23 und 2 Uhr nachts. Fußgänger dürfen zwischen 2 und 5 Uhr morgens auf die Straße. Zwischen 5 und 6 sind die Straßen für Einradfahrer und für Clowns auf Stelzen reserviert. Das Institut für Straßensicherheit empfiehlt Radfahrern nun zusätzlich zum Helm auch eine etwa 2 Meter breite und 4 Meter lange Karosserie mitzuführen. Außerdem Airbags, Stützräder und eine mehrteilige Xenon-Lichtanlage. Auch die Wirtschaft reagierte auf die Krise im Straßenverkehr. Auf der IAA wurden neben den Selbstfahrenden jetzt auch die ersten selbst schimpfenden Autos vorgestellt. Der Mercedes-Benz, der Platzer und der VW Pöbel. Du hast mir deinen Führerschein im Lotto gewonnen, du alte Schrapnelle. Und zum Schluss noch eine interessante Statistik. Laut einer aktuellen Verkehrsstudie kommen immer mehr Fußgänger unter die Haube. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Das war Extra 3 Extra. Sie sehen im Anschluss eine Dokumentation über Deutschlands schönste Fahrradwege, Breaking Rad. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine.